Mein Lieblings-Lachs-Bratwurst. Ja, viele erinnern sich vielleicht noch an den Wels-Bratwurst-Test, den wir schon mal vor vielen Jahren hatten und auch Jan Böhmermann in seiner Sendung aufgenommen hatte. Jetzt testen wir eine Lachs-Bratwurst. Ob die wirklich was kann, finden wir jetzt im Test heraus. Willkommen bei der Foodshow. Ja, im Vorspann habt ihr schon gesehen, wir testen heute Lachs-Bratwurst. Nach der Wels-Bratwurst, die es bei Nordsee gab, die man ja auch einzeln kaufen konnte, gibt es jetzt offiziell eine Lachs-Bratwurst im Supermarkt. Und das ist von Mein Lieblings-Lachs. Das ist eine Firma, die nennt sich, muss immer noch kommen, Tinema, die dahinter steckt. Die machen auch den Krone-Lachs und Co. Die machen sehr viele Lachsprodukte. Und die haben jetzt auch eine Lachs-Bratwurst, die ich bei Rewe gekauft habe für 3,99 Euro für 250 Gramm. Das ist ein stolzer Preis, muss man sagen. Wenn es natürlich viel Lachs ist, ist es immer noch gerechtfertigt. Aber trotzdem natürlich 3,99 für 4 Bratwürste. Ich habe hier gerade noch ein anderes Grillprodukt liegen. Das sind 6 Würste, auch aus einer relativ guten Qualität. Kriege ich mehr, muss ich einfach sagen. Kriege ich mehr fürs Geld. Also der Kilopreis ist hier nicht ohne. Also für 250 Gramm besonders. Aber naja, wir schauen gleich mal drauf. Ja. Wie gesagt, ich habe sie bei Rewe gekauft. Ihr werdet sie auch, denke ich mal, finden. Wir hauen sie hier gleich auf meinen Grill. Der ist komplett vorbereitet darauf. Ich freue mich auch darauf, wieder, dass wir Grilltests ein bisschen machen können. Und ihr bekommt ja eine Bratwurst aus Lachs, fein zerkleinert, geräuchert, gedämpft und aufgetaut. Das ist immer nicht so geil, finde ich, wenn es aufgetaut ist nochmal. Aber naja, wir gucken mal auf die Zutaten-Nährwerte. Was ist denn genau drin? Was bekommt ihr hier? Und ihr bekommt hier eine Lachsbratwurst mit 86% Lachsanteil. Das ist fair, das ist ein guter Anteil, das ist nicht weit unter 80 oder nur 70%. Dann ist aber ein bisschen Weizenmehl zum Binden drin, Pflanzenfasern, um nochmal ein bisschen Struktur reinzubekommen. Dann noch Stärke, dann aber noch mehr Fasern, nochmal Bambusfasern, Speisesalz, Aroma, Gewürze, Gewürzextrakte, Säurungsimulatoren. Also an sich okay, nur dass das halt mit 3 verschiedenen Fasern gebunden wurde. Da wird wohl versucht, das ist wie im veganen Bereich, eine Struktur herzustellen, die vielleicht aber gar nicht mehr so lachstypisch ist. Vielleicht ist es ein bisschen wurstähnlicher. Ich habe aber auch Bedenken, dass es ein bisschen breiig sein könnte am Ende, auch wenn Fasern drin sind. Der Lachs selber ist der Salomo Salar, gewonnen aus einer Aquakultur in Norwegen. Das geben die ja immer schön an. Mehr kriegt man auch raus, wenn man möchte. Und Kalorien hat die dann 220 auf 100 Gramm, 17 Gramm sind Eiweiß und natürlich hat sie auch Omega-3 mit 2,1 Gramm auf 100. Zubereiten könnt ihr die jetzt in der Pfanne oder auf dem Grill mit mehrmaligen Wänden. Was mich noch gerne interessiert hätte, was ist denn die Hülle, die sie eingesetzt haben? Oder ist die Hülle aus Fasern oder ist es gar keine Hülle? Und ist es wirklich nur so ein Breimantel? Das finden wir jetzt gleich raus. Ich werfe die jetzt gleich auf den Grill und dann bin ich mal gespannt, was die kann. Ganz wichtig, man soll sie durcherhitzen und bitte nicht roh essen, weil bei Lachs geht das natürlich. Hier wird aber darauf hingewiesen, dass sie durcherhitzt sein soll. Also ab auf den Grill damit und ihr seht sie in der Nahaufnahme auf dem Grill, wenn sie fertig ist und natürlich gleich geschmeckt. Und hier ist sie jetzt, die Lachsbratwurst. Ja, sie verhält sich auf dem Grill so ein bisschen wie vegane Wurst, muss man sagen. Also vom Farbton. Sie kriegt so ein bisschen Farbe an ein paar Stellen kriegt sie keine Farbe. Und naja, es ist halt keine richtige Hülle, die hier gemacht wurde. Und ich kann sagen, hui, ist es heiß. Obwohl ich diesen langen Stab schon habe, wo ich echt lange widme. Das Ding hat eine Hitze immer, dieser Grill. Ist das Zeug halt nicht so geil, muss ich sagen. Von der Optik finde ich es jetzt. Da waren wir jetzt gerade. Genau. Nur vom Geruch, es riecht ordentlich nach Lachs im ersten Moment. Mal schauen, wie es jetzt gleich fertig ausschaut. Aber ich glaube, optisch wird die nicht viel schöner. Und hier ist sie jetzt, frisch vom Grill, die Lachsbratwurst. Riecht immer noch ordentlich nach Lachs, aber farblich kann sie mich irgendwie nicht überzeugen. Das ist wirklich so, es sieht sehr brotig aus, muss ich sagen, von der Optik. Hat halt diese Form von einer Bratwurst, aber jetzt nicht wirklich diese schöne, ja, die Pelle, die halt entsteht. Es fühlt sich sehr, sehr glatt an. Also sehr seidig, muss man sagen, also wirklich sehr sanft. Naja, ich reiße sie jetzt mal für euch auf und wir gucken sie uns von innen einmal an. Und so schaut sie jetzt aus. Wir sehen also ja, dieses leicht ja, bräunig wie bei einer Wurst. Wir sehen auch ein bisschen Kräuter, die mit drin sind. Hier sieht man aber diese Faserstruktur ganz leicht. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera so gut einfängt, weil ich habe nur dieses kleine Display. Ja, kann man machen, war aber mega weich beim Durchreißen. Also hat wirklich keine wirklich feste Konsistenz. Das wird jetzt, glaube ich, eine sehr, sehr weiche Angelegenheit beim Reinbeißen. Aber das ist sie. Das ist die Lachsbratwurst von Mein Lieblingslachs. Und mal schauen, ob das jetzt wirklich geschmacklich überzeugt. Also schauen wir mal, was es wirklich kann. Wie gesagt, geruchlich ja, optisch. Also wirklich wie so ein Brotling. Also wenn man das so sieht, es fühlt sich auch ein bisschen wie Brot, muss man sagen. Also wie ob man so ein Brotstäbchen in der Hand hat. Also es ist wirklich ganz komisch.
Naja, ich piek mir das mal ganz kurz auf meine Gabel, sonst sitzt mir nämlich zu heiß. Riecht aber ordentlich nach Lachs. Das muss man ihm lassen. Und jetzt probieren wir sie mal. Die Hülle ist mega. Mega scheiße, die Hülle. Die Hülle ist pappig. Und innen drin kaust du es auf einer Masse rum. Boah. Ich glaube, ich kann das nicht runterschlucken. Sorry. Ich kann das nicht runterschlucken, das geht nicht. Ich finde die Konsistenz ganz schlimm. Es schmeckt gut nach Lachs. Das hat eine schöne Konsistenz, also eine Konsistenz sage ich schon. Das hat einen schönen Lachsgeschmack, schöne Gewürze. Aber diese Hülle außenrum, die ist brotig und pappig. Und diese Masse im Inneren, die ist wirklich, ja, so ganz grisselig. Also ganz wenig grisselig. Man sieht, also man versucht da den Lachs irgendwie mit was zu binden, was überhaupt nicht geklappt hat. Also man sieht das jetzt auch hier vor mir. Ich will euch das gerade nicht zeigen, was hier im Tuch drin ist. Nee. Also sorry, das geht nicht. Dann grillt euch lieber einen Lachs. Also einen geilen Lachs grillen, das schmeckt geil, aber das ist wirklich, finde ich, konsistenzmäßig ekelhaft für mich. Also ich bin kein Mensch, der großartig Konsistenzprobleme hat. Also meine Freundin ist da ein bisschen schlimmer, muss man wirklich sagen. Also bei manchen Sachen, also wie zum Beispiel Fett beim Steak oder so, das kann sie nicht essen. Das ist nicht ihr, das kann sie nicht, das mag sie nicht von der Konsistenz. Aber das hier hat eine ganz schlimme Konsistenz und kann ich wirklich nicht empfehlen. Also sorry. Geschmacklich, wie gesagt, ist das sicher gut. Konsistenzmäßig aber eine Vollkatastrophe. Und da kann ich punktemäßig wirklich nur, also ich gebe noch 1 von 5 Punkten wegen dem Geschmack. Aber Konsistenz, also kauft es nicht. Kauft euch lieber einen Lachs und macht den selber auf den Grill. Aber kauft euch keine Lachsbratwurst. Das ist wirklich ekelhaft. Also sorry, das ärgert mich gerade fürs Geld. Also ich habe jetzt wieder 3,99 € ausgegeben. Und ich weiß, das wollte ich meiner Freundin gar nicht anbieten. Das will ich auch jetzt offen keinen Nachbarn anbieten. Das ist jetzt Fisch, der liegt jetzt hier auch schon eine halbe Stunde draußen. Das kommt leider in die Tonne. Aber wie gesagt, geschmacklich ist es okay. Dafür dieser Notleidspunkt, aber sonst bitte keine Kaufempfehlung. Kauft euch Lachs, legt den schön auf den Grill mit Alufolie oder sonstiges und grillt den euch schön. Schmeckt Bombe, schön mit Zitrone drüber und so. Richtig geil, aber nicht sowas. Ekelhaft, wirklich ekelhaft. Bah. Ich bin froh, dass ich jetzt noch was anderes teste und das jetzt nicht die letzte Wurst war, weil das hätte mir den Grilltest heute richtig versaut. Aber das ist wirklich ekelhaft, sorry. Boah. Danke fürs Foodschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Bob. Und schreibt gerne mal rein, ob ihr Lachs auf dem Grill mögt oder ob ihr das essen würdet. Also, gibt ja manche, die sagen, ich probiere es trotzdem. Aber meine Empfehlung ist es nicht.